Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu der letzten Spezialsendung in diesem Jahr. Der Andreas Krummes hat für uns 3 Weihnachtsmärkte in der ganzen Schweiz besucht und genau unter die Lupe genommen. Eins haben sie alle gemeinsam, es war sau kalt. Angefangen hat die Weihnachtstour in Luzern. Klein, aber fein. Das ist der Luzerner Weihnachtsmärt. Inmitten der Altstadt am Franziskanerplatz kommt Weihnachtsstimmung auf. Auch kulinarisch. Es kommt jemand, der bitter kalt hat. Und ich suche was Feines, Wärmendes. Das sind diverse Fruchtglühweine oder diverse Honigweine. Dann bleibe ich doch beim Honig, das findet man nicht so oft. Probiere ich die Kirsche sehr gerne. Wir fangen mit der Kirsche an, ja genau. Dann komme ich durch den ganzen Weihnachtsmarkt noch durch. Das ist der Verein, vielen Dank. Zum Weihnachtsmarkt Luzern. Ah, mega fein. Gefällt mir fast besser als der klassische Glühwein. Das Getränk der nordischen Götter wärmt für den nächsten Schritt. Andreas Krummes besucht Helmut Achermann, Mitglied des Luzerner Organisationskomitees. So, da dampft es und da qualmt es und es riecht mega fein. Was ist das Gastro-Konzept, das ihr habt? Also die Anfragen sind natürlich sehr viel. Wir könnten wahrscheinlich 3-mal den Markt füllen mit Anfragen von Foodständen. Wir haben uns für ein paar Exklusive entschieden, was den Fingerfood-Bereich angeht. Man sieht das auch an der Aufmachung von diesen Ständen. Also ganz nach modernen Kriterien, nach hygienischen Kriterien wird ausgewählt und auch nach der Qualität der Produkte, die sie verkaufen. Und das werden jetzt aber auch, sind immer die gleichen durch das. Also es gibt auch keinen Wechsel, sondern wir bleiben auf denen, die die Qualität anbieten, eigentlich stehen. Nächste Station. Luzerner Wurstspezialitäten. Die Rossmetzg Omlin aus Ennetmoos bietet Außergewöhnliches. Und so haben wir einfach Ohlen. Wir haben voller Landdecke, wir haben Lama. Lama? Ja, jetzt bin ich sein. Das ist ja ganz speziell. Nein, haben wir alle ein Lama, oder? Sind das Schweizer Lama, nein? Ja, recht herzlichen Dank und Prost. Ich bedanke mich auch. Mit Lamawurst im Sack. Und aller Kälte zum Trotz. Holt mich aus dem Weihnachtswald. Der Chef von Best of Swiss Gastro testet noch etwas Süßes. Die Firma Hageli ist da die richtige Adresse. Seit über 60 Jahren fahren sie ihre Leckereien ausschließlich zu Markte. Ich habe gehört, grüezi wohl, da gibt es die besten Mandeln in Luzern. Ist das so? Wie seid's, ja. Dann nehme ich das so fein von den superschönen Mohrenköpfen. Sehr gern. Wunderbar. Nur für Sie. Ja, das glaube ich auch, weil ich habe ganz viele Neider, die würden gerne reinbeißen, aber das lasse ich nicht zu. Dann esse ich den gerade auf einmal. Schön so. Auch wenn er den Mund manchmal etwas voll nimmt, hier sein kulinarisches Fazit über den Weihnachtsmarkt Luzern. Ein kleiner heimischer Weihnachtsmarkt, viele regionale handwerkliche Produkte. Kulinarisch nicht ganz so vielseitig, ein paar kleine interessante Sachen entdeckt. Der Met war sicher speziell. Wir haben Lamafleisch und Pferdefleisch, ganz spezielles gegessen. Und ich denke, so die süße Überraschung war sicher jetzt am Stand mit den gebrannten Kokosmandeln und dem wunderfeinen Mohrenkopf.